So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Ich werde jetzt auch hier mal mit dem Gamepad spielen, mal schauen, ob sich da irgendwas ändert. Boah, also interessant, dass man sich sowohl mit Steuerknüppel als auch mit sonst was bewegen kann. Tut mir leid, dass es letztes Mal so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Hoppla, falsche Taste. Worauf kann ich denn hier das mit. Ne, das ist Zoom. Ich muss mich ein bisschen an die Gamepad-Steuerung gewöhnen. Ah, rechte Schulter, das ist die Karte. Ah, Y, okay. Was macht X? Nix. X macht nix. So, diesmal werde ich halt ein bisschen vorsichtiger sein und. Ach ja, ist unser Charakter entsprechend eingestellt? Warte, wieso kann ich ihn jetzt nicht? Okay, ich wollte nur gucken, auf dem Stand ich jetzt nochmal aufgehört hatte. Ist ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Gut, gut. Ach, der Klon. Ja, komm, da lohnt es sich jetzt nicht groß, die harten Sachen rauszuhauen. Stimmt, der hat ja einen Hammer. Du. Kann sein, dass er jetzt was hört, es fahren Krankenwagen vorbei. Komm, mach mal Wind. Also Windschaden mit Eroga. So, reizt. Ein Erdbeben. Gegen die wäre jetzt was anderes besser gewesen, aber. Mal gucken, wie viel Eis ein Stufe 1 Zauber macht. Boah, 209. Unfassbar. Was haben wir denn hier sonst noch? Ja, komm, haust du mal einen Blitzgar rein. Du reizt wieder, du machst Terrain. Und eigentlich reicht auch ein Vitra schon locker aus, um ihn wieder voll zu heilen. So, ey, deine Mutter, Alter. Mal schauen, ob ihr das Erdbeben überhaupt überlebt. Oh, Tatsache. Jetzt aber nicht mehr. Da werde ich drauf. Tatsache. Und du. So muss das. Kann sein, dass ich auch tatsächlich zwischendurch mich wieder auf den Rückweg mache. Einfach, wenn es doch ein bisschen hart wird, dafür hat Ingo ja einen entsprechenden Zauber. So, ich. Ach ja, stimmt. Hier gab es ja die ganzen Truhen. Lilith-Kuss ist gut. Kristallschild ist auch gut. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einfach mit Ingus irgendwie diesen Fluchtzauber machen, wenn ich einem Behemoth über den Weg laufe. Ein Erzdämon. Ich könnte ihn lähmen. Aber ich glaube, ich friere ihn lieber ein. Wobei, nee, ich glaube, der greift lieber an. Statt zu reizen und er ja, muss immer noch geheilt werden. Eine Windklinge ist doch mal schön, ja. Ja, stimmt, er konnte jetzt zweimal angreifen. Jetzt viel. Mal gucken, wie viel Schaden macht Arc, wenn er dran ist. ...2300, allein mit ganz gewöhnlichen Angriffen. Komm, da reicht jetzt ein einfacher Blitz. Du reizt, du machst Terrain und du vitrast alle mal ordentlich durch. Ja, das ist ein offizieller Terminus dafür. Auch schon tot. Dann kannst du es im nächsten Kampf, Ingus. So. Hochstufe gestiegen, ist doch schön. Heilpotion erhalten, das ist auch sehr schön. Ich weiß nur, es gab hier eine ganze Menge geile Rüstungsteile. Kristallpanzer. Ah, schon wieder falsche Taste. Ich drücke die ganze Zeit Start quasi, aber das ruft dann nur ein Menü aus, mit dem ich das Spiel beenden kann. Rüsten. Ah, du kriegst statt Diamantpanzer den Kristallpanzer. Du verkraftest mehr, als den Gegnern gut tut.
Ah, schon wieder so ein scheiß Thanatos. Besser Thanatos als Tinnitus. Hahaha. Komm. Zünden wir mal an. Ach ne, Quatsch. Vielleicht. Ja, komm, Feuer. Du reizt, du machst Terrain und du heilst jetzt vernünftig durch. Jetzt habe ich mir gar nichts zurechtgelegt, was ich sagen könnte in dieser Folge. Oder in dieser Aufnahme, besser gesagt. Immer wieder professionell vor wie sonst was. Ja. Aua, gar nicht so wenig Schaden. Ingo war ganz schön spät dran, die Runde. Komm, diesmal mit Blitzen. Du haust mit drauf, du machst Terrain. Und du machst das gleiche von eben einfach nochmal. Wahrscheinlich ist hier nach dem Erdrutsch eh schon hin. Nee, noch nicht. Aber jetzt. Ich meine, da ist ein fetter Blitz eingeschlagen, nicht nur einer. Jo. Ich verstehe immer noch nicht die Schokolade am Hut vom Hexer, aber... Fuck Logic. Weißmoschus? Ja, das kann man im Kampf mal einsetzen. Nee, Quatsch, Weißmoschus war, glaube ich, gar nicht so toll. Was war Weißmoschus? Weichmoschus, ja. Nee. Wisst ihr überhaupt, was Moschus ist? Ach Quatsch, falsch. Ich muss mich echt mit den Tasten anfreunden. Weißmoschus. Ach, erteilt Heiligenschaden, ist doch gut. Erteilt sofortiges K.O. Huiuiui. Ah ja, stimmt, das haben wir auch noch. Wir haben so geile Sachen dabei. Warum setzen wir die nie ein? Ich verstehe es nicht. Kristallhandschuh. Wird ausgerüstet. Arg. Diamant gegen Kristall. Alter, hat der einen Rüstschutz. Der tankt alles weg, obwohl er zwei Waffen hat. Schon wieder eine Truhe. Kristallhelm. Jetzt tankt er erst recht alles weg. So. Ich überlege, ob es sich lohnen würde, vielleicht doch nochmal zurückzugehen und zu speichern. Wäre jetzt nicht so die Riesenstrecke gewesen. Aber hier sind, glaube ich, noch ein paar Sachen. Ja, zum Beispiel Knochendrachen. Knochendrache. Komm, dem haue ich einfach jetzt mal richtig heftige Sachen rein. Na komm, Bio. Du reizt. Du machst Terrain und du... Komm, du verpasst ihm einfach sicherheitshalber mal Protest. Klön. Wunderbar. Protest kommt hinterher. So, noch vor den Angriffen. Eine Windklinge. Jo. Ein Schaden. Zwei Schaden insgesamt. Ach. Sowas ist aber auch geil. Komm, mach mal beben. Du reizt nochmal. Du machst Terrain. Und du... Komm, du kannst ihn mal heilen. So ein bisschen Leben hat er ja schon verloren. Ja, oh ne, hat nicht geklappt mit dem Reizen, das ist schade. Aber er greift ihn trotzdem an. Aber nur einmal. Ich glaube, Reizen ist auch schwieriger, je stärker der Gegner wird. So, jetzt bebt erstmal die Erde. Wie vorbei! Na gut, der fliegt, aber trotzdem. Das hat doch sonst auch bei fliegenden Gegnern geklappt. Egal, grillen wir den Kerl. So, und du? Komm, heißt richtig fett auf alle, du weißt ja nie, wann du drankommst. So, wenn das jetzt trifft. Ja, trifft.
Jetzt bist du natürlich früh genug dran, dass auch alle heilst, bevor sie Schaden nehmen. Sehr toll. Komm, grillen wir das Gerippe. Klar, kritisch. Ganz legitim. Arg der Knochendrachentöter. So. Hochstufe gestiegen. Hochstufe gestiegen. Gut. Und ich würde sagen, komm, ich gehe jetzt hier sicherheitshalber einmal raus. Wozu habe ich denn... Ich glaube, wie heißt es? Flucht? Teleport. So. Sind wir wieder da. Können wir uns einmal ordentlich ins Bett legen. Irgendwie hakelt gerade ein bisschen die Framerate. Was ist da los? Ich habe im Hintergrund kein Programm laufen, außer die Aufnahme. Überlassen wir unsere Gruppe erstmal wieder schlafen wie die Steine. Ich meine, das kennt man doch, wenn man so durch den Park geht und erstmal die Steine alle schnarchen hört, ne? Ich frage mich auch, woher dieser Begriff kommt. Schlafen wie ein Stein, klar. Ein Stein bewegt sich nicht. Aber... egal. Ich habe vergessen zu speichern. Das Essentielle vergesse ich natürlich. Dafür kriegst du Bio. Soll ja so gesund sein. Eroga ist gut. Ein Schneesturm, sehr nett. Das heißt, ich muss kurz nochmal raus. Wieder, mich heilen, wieder raus. Also dann quasi wieder, sonst, ihr kennt das ja. Ich möchte ja mit vollem Leben gespeichert hier reingehen. Oh, du saugst einmal. Alter Sucker, ne? Und du, einfach weil du es kannst, setzt du mal Vitaga ein und ich möchte sehen, wie viel das heilt. Wenn du dazu kommst, es einzusetzen. Okay, du kommst nicht dazu, es einzusetzen. Entschuldigung, Ingus. Passiert manchmal. Aber es steigen Stufen, das ist gut. So, ab ins Schiff. Nochmal ins Bett. Xander muss sich auch verarscht vorkommen, so oft wie wir uns schon ins Bett gelegt haben, um nochmal zu heilen. Da wartet der und wartet der und wartet der tagelang auf uns. Armer Xande. Eine Xande ist das. Aha. So, jetzt raus und sofort erstmal speichern, was das Zeug hält. Speichern. Datei 1 natürlich. Dann mal weiter im Text. Bring it on, Labyrinth der Alten. Ich lasse euch alle noch älter aussehen, als ihr seid. Toll, und dann kommt irgend so ein Todesbote. Machen wir Blitzka, reizen wir, machen Terrain. Und kommt das 15 Mal Protest, dann außerdem hat auch drauf. Deine Mutter, Alter! Und reizen, das ist auch immer so toll. Wie reizt ein Krieger die Gegner dadurch, dass... Also quasi, was sagt er, dass sie nur auf ihn angreifen wollen? Schattenflair? Das machst du bei so einem Gegner? Warum machst du das nicht mal in einem Bosskampf? Ach, nee. Ja, das ist wie beim Rollenspiel, wenn man dann irgendwie kritische Erfolge bei Sachen würfelt, die einem nichts bringen. Und dann denkt, die hat man jetzt verschwendet. Ja, Pen-and-Paper-Rollenspiel habe ich ja, glaube ich, in Resetier mal erwähnt. Ich bin ja auch ein Pen-and-Paper-Rollenspieler. Im Angriffsvorteil gegen den Knochendrachen. Dann wird man mächtig aufs Maul gehauen.
Friss Blitze, friss Äxte, friss Terrain. Und du machst sicherheitshalber schon mal einen Protest auf ihn. Ein Erdrutsch, sehr schön. Ein paar Blitze. So, und jetzt kommt der Drachentöter. Ah ne, erstmal wird der Drachentöter noch beschützt für den Fall der Fälle. Ich weiß nämlich nicht, ob der Drache das überlebt. Ich finde, der sieht gar nicht so drachenhaft aus. Der hat was für eine Wahl. 6000 Schaden, alter Schwede. Dafür gibt es jetzt ganz normales Feuerchen. Komm, wir hauen einfach drauf, der ist gleich eh hin. Ehe der drankommt vermutlich sogar. Jo. Meine Damen und Herren, das war ein Knochendrache. Und ich würde dann sagen, ehe wir hier weiterlaufen, mache ich mal kurz einen Schnitt. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, wenn sie da ist. Let's Play Final Fantasy 3. Bis dahin, cheerio!